So, meine Lieben, neue Runde, neues Glück. Heute läuft es ein bisschen sehr gut mit den Ründchen. Wir haben gerade einen kleinen Talk über einen Anzeigenhauptmeister gehabt. Ja, und nochmal vielleicht eine YouTube-Zusammenfassung. Ich fühle das komplett, wenn man die Leute behindern irgendwie anzeigt oder sowas. Oder halt dann auch dagegen vorgehen, wenn Leute scheiße parken, aber halt nicht in dem Ausmaß, wie er das macht, wenn Leute halt überhaupt niemanden stören. Also wenn du in irgendeinem kleinen Dorf irgendwo in der Ecke parkst oder irgendwie auf dem Bürgersteig, wo es kein Schwein stört, fühle ich es überhaupt nicht. Komplett übertrieben. Nur wenn jetzt wirklich du richtig Leute behinderst, fühle ich sowas. Aber den Talk habt ihr leider gerade nicht mitbekommen. Das war gerade in der Dingrunde zwischenzeitlich. Hallo YouTube, heute ist der 31.02.2027. Ja, könnte sein, dass die dann am 4.03.2027 oder so rauskommt, die Folge. Ich hatte wirklich seit locker 200 Runden keinen Dreier mehr. In der ersten Runde. Finde ich interessant. Bei uns vor der Tür musst du schräg parken und nicht gerade. Locker 20% sind zu doof dafür, obwohl es am Boden markiert ist. Du hast echt viele Idioten im Straßenverkehr. Ja, wie gesagt, Oppenheimer nochmal, weil es geschrieben worden ist, dass Oppenheimer ist in der Sky-Mate. Ich habe es Oppenheimer im Kino gesehen und ich fand Oppenheimer einen mega, mega geilen Film. Das ist ja, ich glaube, der geht 3 Stunden oder so, aber super nice. Also kann ich auch nur empfehlen. Oh, gut, aber die Krieger sind auch gut am Start jetzt. Vielleicht spiele ich auch Krieger statt Hunter. Ich wollte eigentlich gerade Hunter spielen, so ein bisschen war der Plan in meinem Kopf. Seit langem mal wieder. Oh, Scorps hat viele Two-Stars schon am Start. Ja, Two-Stars sind halt immer sehr teuer. Ja, nee, warte mal. Ach so, Leute haben viele Two-Stars, meinst du? Ja. Geht. Power. Stell mal so erstmal rein. Das wäre jetzt halt der Call, falls wir wirklich versuchen mal die Hunter. Warum nicht? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, wie greedy bin ich jetzt? Will ich den Schmutzfink mitnehmen, falls ich Shrinkray Hunter spiele? Ich will jetzt einfach kurz auf die 10 Gold einmal gehen. Erstmal muss ich gewinnen natürlich. Das mache ich auch, komm. Let's go for the money. Let's go for the money. Du. Noch mal ein Bäuchchen hier. Der kommt in Range leider. Außer wenn die hier spawnen, ist es, dann muss er schon nach vorne laufen, ist auch egal. So, der Anzeigenhauptmeister, ey. Krasser Typ. Nee. Wie gesagt, ich heiße es auch auf keinen Fall gut, dass er jetzt halt, ich weiß ja nicht, Mahara meint jetzt vorher oder was, ist Mahara oder Graphite? Ich weiß, ich glaube Graphite war es, ich verwechsel die zwei schon wieder. Irgendwer meinte auf jeden Fall gerade, dass er anscheinend gar nicht, ich dachte irgendwie, der wäre richtig krass zusammengeschlagen worden. Aber irgendwer meinte, das war wahrscheinlich gar nicht so krass. Also der ist nicht im Krankenhaus bleiben müssen, dass er da übernachten musste oder sowas anscheinend. Nur zur Aufnahme irgendwie. Aber irgendwie war das abzusehen, dass es passieren wird. Auch wenn es natürlich trotzdem nicht gut zu heißen ist, wie gesagt. Mille hat das geschrieben, okay. Mille. Hey Mille, ich hab dich gar nicht gesehen. Servus Mille mal wieder. Ihr geht raus. Freut mich, dass du auch mal wieder am Start bist. So, ich dachte Blend war es. Ne, Blend war glaube ich noch nicht da heute. Wir wurden überwacht kurzzeitig, aber es war kein Bruch oder so dabei. Ja gut, aber wenn... Also es war das ist überhaupt nicht schlimm mäßig so. Also so von Verletzungen dauerhaft gesehen. Also hatte der irgendwie eine Schnittwunde oder Prellung oder sowas? Oder war das halt... Ja, was heißt nicht schlimm, Mann? Wie gesagt, wenn er halt jetzt nur weggeschubst worden ist,
ist halt für mich ein Unterschied, als wenn der Ohrfeige kassiert hat, zum Beispiel eine harte Ohrfeige und dann ein rotes Gesicht halt danach. Wisst ihr, wie ich meine? Und dann nochmal ein Unterschied, wenn er jetzt wirklich irgendwie geblutet hat irgendwo, weil er so stark geschlagen worden ist. Das ist natürlich alles nicht gut zu heißen, aber ich würde mich trotzdem interessieren, was halt... Man weiß es wahrscheinlich nicht genau. Ich glaube, es waren Prellungen. Na gut, Prellungen ist schon wieder halt trotzdem, ne? Ist schon wieder ein gewisser Modus halt auch. Muss ich mir ganz klar mal so festhalten. Also das Scorps hat ein Pinguin als Profilbild. Das finde ich cool. Passt zu unserer Community. Pinguin auch meine absoluten Lieblingstiere. Na, ich glaube, ich mache die Hunter natürlich auf jeden Fall rein. Aber ich hätte nochmal einen Sniper. Der hat auch einen Sniper-Bonus. Aber ich muss auch den hier vorne halten, den Lion. Das gibt mir ein bisschen Tankiness. Bisschen Tankiness sollten wir schon halten. Ich hieß früher bei Counter-Strike Terror-Pinguin. Das ist ein cooler Name. Fühl ich. Den Namen fühle ich doch glatt. Warte, was hatte ich letzte Runde gespielt? Ach, den, da muss ich, ich muss den, wie heißt denn der, Undying? Ach, ich bin echt ein bisschen, ist echt ein bisschen frech, dass ich inzwischen eigentlich während den Runden manchmal schon, aber dieses Generieren dauert halt immer irgendwie 30, eine Minute, bis es generiert ist, das Bild. Master of Beasts. Ah, ich bin jetzt greedy da drauf, ich will noch meinen zweiten Sniper stellen, der einen Bonus hat und jetzt habe ich hier vorne einen Beastmaster, zumindest nicht als Tank dazu ballern kann. Da habe ich wenigstens trotzdem einen für die Frontline. Jetzt habe ich trotzdem. Ich bin nicht dumm, jetzt habe ich mir Mirana trotzdem stehen lassen, statt einen doppelten Sniper zu stellen. So viel zu meinem Greediness. Lost. Undying Hot. Gott, sieht ja voll komisch aus. Boah, ich glaube, Undying KI-Bild zu erstellen wird schwer. Hat der Undying noch irgendwie einen anderen Namen? In Dota, wir haben einen Dota-Experten da, ob Undying einen anderen Namen hat, aber Undying checkt, glaube ich, jetzt der die KI die ganze Zeit nicht. Jetzt kann ich den Sniper dazustellen. Aber wäre schon nice, mit einer Streak da jetzt reinzugehen, sage ich euch ganz ehrlich. Also ich wäre voll komplett für eine Hunter-Runde zu haben. Ich brauche jetzt nur Shrink Rain, ich würde mal wieder seit langem mal wieder Hunter durchballern. So, das war's in meiner Streak. Ich habe jetzt einfach geschrieben mit Spartanerhelm, weil der hat doch immer so einen Spartanerhelm auf, oder? Der Undying 3. Ist es ein Spartanerhelm von Undying? Oder ist es ein anderer Helm? Der hier. Ich ehrlich, das Zug ist kurz vor Ende verloren. Wer hat sich denn geholt? Flowstar, der Frechdachs. Das hatten wir gehabt. Ach, der hatte die Luna und den Sniper auf 2 schon. Frech. Komm, gib mir Shrink Ray. Zu greedy. Ich will trotzdem Hunter spielen. Ich habe da jetzt Bock drauf. Es tut mir leid. Ich dachte, ich bekomme halt entweder Dismiss oder Shrink Ray. Dismiss hätten wir einen Krieger Dismiss machen können. Einen fetten oder einen Assassin Dismiss. Je nachdem, was besser gewesen wäre. Krieger wäre gut gewesen auch. Komm. Let's try the Hunter. I don't miss. Warum nicht mal wieder was anderes probieren? Legionär würde ich sagen.
Der Spartanerhelm gecheckt? Nee, überhaupt nicht. Hey Old Habits, ihr geht raus. Vielen Dank für den 27. Monat. Liebe in den Chat. Danke für deinen Support, Mr. Habits. Ihre. Und moin moin, Aloha. Ich fühle mich wie am Strand, wenn du das so schreibst. Ja, ich bereue es doch jetzt auch schon, Leute. Was soll ich denn machen? Ich bin's doch auch schon am Bereuen, dass ich so getan habe, wie ich es getan habe. Aber ich kann nicht mehr zurück. Ich muss diese Hunter jetzt suchten. Es sind immerhin genau 5 Units, die man spielt. Man könnte theoretisch rollen bis Runde, also bis wir auf Level 5 sind. Dann nochmal auf Shrinkrain Runde 20 auch hoffen. Auch wenn es immer medium geil ist. Nur. Immerhin healen wir uns ein bisschen, falls wir mal die Level 2er gleich haben. Der Sniper wäre schon mal wichtig. Der würde uns mal gut pushen, glaube ich. Aber vielleicht sind sie die Hand auch gar nicht mehr. Hallo, alte Gewohnheit. Monster Kill! Monster Kill. Monster Kill. Sicher eine nice stand. Aber sie kommen auch nicht so gut, die Hunter, leider, wie ich erhofft hatte. Es sind aber auch inzwischen Level 1er echt nur noch 2 Stück und eher Level 3er. Vielleicht hätten wir eher Level 2, vielleicht hätten wir eher ein Naga-Dismiss oder so machen sollen. Oder ein Bruma. Ah, ne. Ein Monk. Nee. Face ist auf günstig. Ja, nee, schon okay, der Goblin Dismiss jetzt. Bleib mal dabei. Wir rollen einfach, bis wir Sniper und Beastmaster auf 2 haben. Danach chillen wir und hoffen auf Runde 20. Mit 100 Gold. Dann zu shrinken. Schmutzwink hat uns so hart in die Hunter reingebaitet. Gibt's überhaupt noch Hunter? Ja, 9er wird schwierig, glaube ich. Ich glaube, mit Wizards gehen 9er, wenn ich richtig gezählt habe. Ja, okay, ich muss auf jeden Fall gleich Sachen hochziehen. Mit dem Team gewinne ich Runde 15 nicht. Aber hauptsächlich eh die 2er und die gehen gleich die Chancen bei 40%, deswegen ist es egal. Ich muss mindestens 2 von den 3ern hochziehen hier. Natürlich wären am besten alle 3. Oder vielleicht nochmal Schmutzfink einfach für den 2. Mal kurz die Hunter checken. 5, 6, 7. Es gibt 8 Hunter, gibt's ja. Also man könnte auf Level 10 trotzdem 9 Hunter mit 2 Wizards noch stellen. Oder es gibt die Karte für Runde 30. Nee. Aber wahrscheinlich wäre es eher so ein 6er Hunter-Ding dann. Oder man bekommt die Cap in Runde 15 jetzt vielleicht. Das wäre natürlich nochmal eine Option auch. Damit das natürlich am stärksten. Boah, wie stark alle sind. Also es wäre so eine klassische Losing Streak Runde eigentlich gewesen, wenn ich mir gucke, wie strong alle Leute sind. Kassier gegen jeden. Vielleicht sind die Hand auch einfach nur gerade richtig schwach. Ja gut, die wichtigen fehlen halt auch noch. Mal gucken, wenn ich die 2er habe, ob es dann gleich so bleibt. Komm, du musst mir jetzt ein bisschen was geben, Game. Du musst mir jetzt einen von den 2 mal geben, bitte. Also, ich hatte den Sniper schon so lange doppelt. Ich habe 0 Tank-Einheiten. Echo AD. Vor allem, ich spiele doch kein Schwein Hunter. Da kann mir keiner erzählen, dass mir irgendwer die Hunter rauskauft. Floß da mit seinem scheiß Sniper Level 2, Alter. Ja.
Das einzig Gute ist, ich kann jetzt gleich mal kurz. Ja, eigentlich finde ich das cool auf Sniper immer noch. Ich kann jetzt gleich mal kurz AFK gehen, wenn ich nichts ziehe. Und kurz zu Frau und Kind. Das glaube ich nicht, dass du das bist. Und kurz meine Schüssel hier wegbringen. Aber ich warte jetzt noch eine Runde ab. Weil dann kann ich mir ein bisschen mehr Zeit lassen. More time. So, wie ist denn mein Dings hier geworden? Mein Undying. Ach, ich bekomme gar keinen geilen Undying generiert. Das ist doch scheiße. Nee, das ist, zählt nicht sowas, Mann. Ich gehe doch nicht auf Toilette. Das ist alles doch. Boah, okay, Hunter sind echt schwächer, als ich es in Erinnerung habe, ehrlich gesagt, oder? Oder das ist eine Runde, in der alle brutal stark sind. Ich meine, wir haben trotzdem alles, aber wir haben ein komplettes Level 2er Team halt trotzdem. Irgendwie habe ich Hunter besser in Erinnerung. Schwierig. Jetzt bin ich kurz weg, ihr Süßis. Hat es echt selten, dass ich so runtergerollt habe und so hart auf die Schnauze bekommen habe, seitdem trotzdem die ganze Zeit. Ich habe ja komplett meine ganze Echo geschreddert und verliere jede Runde einfach. Ich bin einfach nur losing streak, ich roll die ganze Runde schon. Piranha-Anfall hätte ich mir auch stärker vorgestellt. Ja. Ist halt nicht so einfach, wie sich das immer alle vorstellen. Ich habe halt keine Frontline, das fehlt vielleicht. Gut, so ein Beastmaster 2 hat schon, glaube ich, gut geholfen in der Runde. Weil der jedes Mal dann steht, Tanken ist an den Spawn, macht nochmal Tanken, das gibt. Ist schon natürlich deutlich besser als so ein scheiß Schmutzfink. Das kann man dazu definitiv noch erwähnen. Ich habe ja sogar die Sniper, die Dings, die Dwarfs. Aber Damage fehlt ja trotzdem hart. Mann, Hunter waren früher mal so stark. Ja, auf so 80 Gold kommen wir immerhin. Bis Runde 21. Wenn wir da keinen Shrinkray bekommen, sind wir, glaube ich, am Arsch. Midgame wieder Platz 1 und Endgame wieder raus. Was spielst denn du? Das ist halt die Frage, auf was du gehst auch. Ich schaff's nicht, den Dragon Knight zu killen, Alter. Alle haben auf Dragon Knight gefeuert. Was ist denn bei Toni los? Spielt der wenigstens? Ja gut, Toni spielt Losing Streak.
Wobei spielt der Losing Streak. Hat die zumindest mit drauf. Ja, aber ist Level 8 auch immerhin. Mal schauen. Du meinst Max Assassin, oder? Tech. Sagt man das so in normalen Dota-Sprache, oder? Mal gucken, ob ich die down bekomme. Wenn ich die jetzt nicht down bekomme, ist minus WTF einfach garantiert. Aber eigentlich habe ich drei, zwei Stunts, wo safe rauskommen sollten. Und ich habe eigentlich Damage. Mir fehlt halt nur dieser scheiß Beastmaster auf 2, obwohl ich den 1000 Mal gerollt habe. Wo war denn mal? Vladislav spielt ja auch mit sich jetzt erst. Vladislav? Das Ding ist, selbst wenn ich die jetzt alle auf 3 bekomme, gleich mit Shrink Ray. Was auch schwierig sein wird. Selbst dann, ne? Wird das eng. Immerhin hat er es dann im richtigen getroffen. Ja, ich muss auf Shrink Ray gamen, das bringt alles nichts. Okay, ich bekomme keinen Shrink Ray. Ja, dann würde ich sagen, wir tryen trotzdem jetzt hier voll hoch zu rollen. Junge, dieser Beastmaster hat null Bock! Master gezogen. Master of Beasts. Another arrow in my quiver. Junge, diese Runde ist der übelste Fiebertraum. Das ist scheiße. Ich bin so ultra weit weg, irgendwie, also ich bin jetzt durchschnittsstark für Runde 21 mit 0 Gold und 37%. Ich hätte halt eigentlich alle auf 3 gebraucht oder zumindest noch 2 Stück mehr. Die Runde ist versaut. Aber wir können gleich Scorps oder so zuschauen. Junge, ich bekomme diesen. Oder wenn ich nächstes Mal Hunter spiele, erinnert mich. Ich habe das Gefühl, ich habe das schon mal gesagt. Erinnert mich dran, die nicht zu spielen. Aber ich meine, ich habe das schon mal gesagt. Genau die gleiche Aussage. Aber gut, wir hatten noch zweimal miteinander keinen Shrink Ray. Das ist ein bisschen dumm gelaufen. Das ist diesen scheiß Sin Reaper. Gerade eben hatten wir noch das andere Scheißding. Den Heal, der mir nichts gebracht hat, weil ich schwach war. Ich bräuchte mal wenigstens noch einen Lucky in den einen Hunter zu ziehen, wäre cool. Vierer Hunter wäre jetzt nice. Das ist der Lone Tree, das ist leider falsch, also den nehme ich trotzdem mit für Zweier Beast. Drei Snipers wäre noch ein Ding. Hat mir jemand 80 Gold, dass ich 3 Snipers, 3 Windrangers und 4 andere Typen ziehen kann? Hunter 11 ist ein legitimes Threat, da geht man aber erst auf die Elfen und fügt dann später die Hunter hinzu. Ich kenne es halt auch mit Sniper und Windranger und Mirana auf 3 mit Shrink Ray, aber ich weiß nicht, ob es noch ein Ding ist, seitdem halt Anti-Mage und Forster ist und kein Dinger mehr, da muss man halt irgendwas anderes noch mitrollen, vielleicht ein Anti-Mage. Ich glaube, habe ich aber auch einmal seitdem gespielt, wenn ich es mich hier nicht täusche. Vielleicht schaffe ich ja noch irgendwie
Sechster, Fünfter zu werden, sowas. Aber ich habe schon das Gefühl, dass ich von diesen zwei Huntern hier Ewigkeiten keinen sehen werde. Das würde jetzt schon einen guten Boost geben. Dann vielleicht irgendwo von den zwei und von dem noch drei zusammenkratzen. Ich weiß nicht, ob ich den Beastmaster überhaupt noch mitnehmen sollte. Hey Crystal, moin moin, wunderschönen guten Tag, zockst du noch eine Runde auf jeden Fall? Auf jeden Fall, oh Gott. Und jetzt komme ich einfach instant die 37 Schaden gegen Shadow an. Oh, ich mach die ganz gut weg. Ich mach die Schamanen ganz gut weg. Der Juggernaut-Verwandlung war ja mega nice auch. Der hat übel gedrückt. Mal alles zurück. Hey, Vladislav. Das ist für meinen Sin Reaper gut, ehrlich gesagt. Aber tut mir für Vladislav leid. GG. Vladislav! Baby, don't hurt me. Time for target practice. Immer noch keine Hand. Ich hoffe, ich gewinne Runde 25 mit denen. Ja, gut, machen wir jetzt. Machen wir jetzt richtig alles in der Reihe aufstellen, schön. Nur 55 für dich. Jetzt haben wir doch ein paar Runden mal gewonnen, immerhin die letzte Zeit. And our victory is certain. Lächerlich. Lächerlich. Our thanks. Lol, sie ist safe. Sie ist nicht in der Faceless Ult drin. Oh, selbst mit der Mage Resistance hat die gegen Amok nicht gerissen. Gib mir einen Vierer Hunter. Langsam ist halt natürlich die Wahrscheinlichkeit recht niedrig, den zu ziehen. Muss man ja auch zugeben. Aber Monkey King und also die ganzen Beast Boys, die kommen alle hart an. Ohne Probleme. Ich das lieber jetzt alles hier rüber. Ja, ja. Red es dir nur ein, dass du das bist. Ach egal, heute lief es bisher gut, ich kann mich nicht beklagen. Aber warte mal. Hä? Achso, die eine Runde wurde nicht gewertet, deswegen. Muss mal kurz angehen, hatte eine Neidrunde mit 330 Bonus AD bei Leech. Nice, GZ. Das macht natürlich immer großen Spaß. Also ich gebe dich jetzt auf, sagen wir mal ganz ehrlich. Ich hoffe, es noch eine Medusa und einen Blutmaler zu ziehen. Ich rette mich echt hier ins Mittelfeld vielleicht gerade, sieht gerade ganz gut aus. Also vor die zwei zumindestens. Och man, keine Medusa und keine Broodmother im Pool, Alter.
Es kommen ja Forstars, das ist ja nicht mal das Problem. Forstars kommen, aber Medusa und Blutmaler kommen halt die ganze Zeit nicht. Das ist unfassbar. Chris, ich habe eine Aufgabe für dich. Find für mich raus, was ich eingeben muss, damit ich einen guten Undying... Ich hatte gerade eine krasse Runde mit Undying gehabt, dass ich einen krassen Undying hinbekomme. Als Bild. Also, oder hat er wieder einen anderen Namen so in Dota als nur Undying? Gibt es wieder einen anderen Name? Zwei Snipers und eine Medusa. Oder Blut halt. Sexy Green Skeleton für Froman. Und okay, das wird getried. Skeleton mit Helm mit. Ich hab Skeleton mit Legionärhelm habe ich halt schon probiert. Oh, ich bin Level abgegangen, weil ich zumindest Street geholt habe. Einfach mal den Sniper jetzt rein. Ich muss danach von Sniper mal runternehmen gleich. Ich hab's Skelet Legionär with Helmet with Red Brush looks like Undying vom Dota geschrieben. Da kam es das beste Ergebnis raus. Aber trotzdem sieht es nicht aus wie ein Dota-Unit. Ich will jetzt erstmal das von Corrin aus und danach probiere ich das von Crystal aus. Wieso habe ich das Sexy eigentlich drin gelassen, Alter? Ich habe es wirklich mit Sexy eingegeben, Alter. Ist das dumm? Heute sage ich auch inflationär, Alter. Ich merke das schon. Also, wenn ich Top 4 schaffe, bin ich happy. Ich bin jetzt schon, ich hätte nicht gedacht, dass ich so weit hochkomme, noch ehrlich gesagt. Ich hätte aber auch gedacht, ich ziehe irgendwann mal einen Hunter. Ja. Hat zum Glück gar nicht lang gedauert. Jetzt noch zwei Snipers. Und einen LD. Wenn ich noch ein bisschen mehr Tanken ist und Sniper auf 2, auf 3 und dann habe ich das Beste rausgeholt, was irgendwie gegen Ende drin war. Ist gleich mal schlecht geworden. Ich weiß zwar nicht, wo der Sexy sein soll, der grinst so übereklig auf dem Bild jetzt. Früher noch ohne Sexy, das von Crystal Cat und dann probiere ich. Ja, bisher ist er trotzdem einer am besten geworden. Den können wir auch schon nehmen im Zweifel. Cool aussehen tut's halt wieder, aber es passt halt wieder nicht so richtig. Aber was machst du nix? Immer ein bisschen Geld. Okay, zwei Snipers, eine LD. Zwei Medusas theoretisch, aber die sind sehr unwahrscheinlich. Enchanted, I'm sure. Oh, jetzt kommt die ganze Beastmaster. Kam die ganze Karma nicht und jetzt kommt er die ganze Zeit an. Oh, doch, Sniper. Das ist tatsächlich nicht schlecht. Teleskop bleibt hier. Hier kommt noch einmal R rein. Noch einmal Attack Damage und dann machen wir sogar ein Legendary noch auf ihn. Come on, why not? Okay. Let's try. Kann ich instant verlieren, wenn es dumm läuft, aber. Ach Gott, der steht auf der falschen Seite, wo sein scheiß Ding steht. Also macht halt Überdamage jetzt. Der Sniper ist damage-technisch ist der gut am Start. Auch die Range, die er braucht. Hm. Ich halte die Wahrscheinlichkeit, eine LD zu ziehen, für relativ gering, oder? Vielleicht wäre es jetzt einfach doch nochmal versuchen. Ach, fuck. 37 Gold.
Ein Ork wird mir nochmal 700 Leben auf jede Jungle 100 Leben nochmal mehr geben. Auf Discord, was hast du für ein Undying jetzt? Aber wo hast du es? Mich kurz auf meinen Sniper konzentrieren. Ah, hier, okay. Der ist gut geworden eigentlich schon. Aber du hast ihn in... Nee, warte mal. Wieso hast du denn in so einer komischen Auflösung gemacht? Du musst ihn in so einer YouTube-Dinger-Auflösung... Also erstmal Forderungen stellen, finde ich ganz gut. Ich bräuchte den... Kannst du das nochmal gleich... Also warte mal, du hast es gleich eingegeben, was du geschrieben hast, oder? Ah nee, was hast du jetzt reingeschrieben? Ich habe den immer in der 640 zu 384er Auflösung, mache ich die immer, damit das so quer ist. Okay, dann mache ich das gleich nochmal so für mich auch. Aber sieht schon mal gut aus, auch. Also der Sniper geht gerade schon hart ab, das muss man ihm mal lassen. Das wäre so dumm, wenn ich das gewinnen würde am Schluss mit dem Sniper. Aber ich glaube, der wird gleich weggekrittet einmal von ihm hier. Safe Call. Und sobald ich dann das weggerittet habe, würde ich den Wine Rapier. Aber ich habe zumindest viele Runden dadurch gewonnen und habe zumindest Top 4 geschafft dadurch jetzt gerade auch. Die werden immer cooler, die Bilder, das muss man zugeben. Jetzt gehe ich mal das von Crystal Cat ein und dann entscheide ich mich für eins. Das ist halt das Problem, dass er halt hier das hier hat. Das ist echt ungeil für mich. Ich würde noch mal eine Runde ohne gegen Scorps wünschen. Okay, er macht natürlich auch Stress. Ach, Flowstar, das ist echt frech. Verstehe ich. I stay strong, my friends. Enchanted, I'm sure. Wie der alles one-hittet. Ja, es sind krasse Items auf dem Boy, das muss man ganz klar sagen. Das ist schon ein krasser Sniper. Das Beste wäre es noch irgendwie noch ein geiles Vierer-Item mit noch mehr Attack-Speed zu bekommen oder von mir ist auch irgendwas richtig Tankiges vielleicht sogar. Ja, wobei der hat nur 1800 Leben, Tankig ist der eh nicht. Aber das Falcon Blade würde ich noch rausnehmen gegen irgendwie jetzt ein Vierer, was ich jetzt von dem Typen bekomme. Da wäre ich voll für zu haben. Jetzt überlegt mal, dieses Team, wenn ich Shrink Ray, hätte ich dieses Team, wie es jetzt steht, mit Shrink Ray hätte ich halt, also außer die Items ist halt vielleicht, hätte ich das Team in Runde 25 gehabt und nicht Runde 35. Dann hätte ich auch viel mehr Leben und alles. Dann wäre Vierer Beast oder sowas auch noch drin gewesen. Das sind 600 Leben. Und gegen das Mage-Zeug. Ja, okay. Das andere war auch gut, keine Frage, aber 600 HP nochmal mehr auf ihm. Schaden hat er eh extrem viel. Und dann nehmen wir das raus und geben das von mir aus der Windranger noch. Ja, ich überlege gerade, ob ich jetzt einfach noch try, jetzt dann doch noch try den... Ja, ich hole jetzt nochmal allein, wenn ich vielleicht ihn noch hochziehe. Ah, guck mal, nee, okay, dann passt es jetzt, damit bin ich happy. Ihn noch am Start. Zwei Dragon-Spieler.
Ich fühle mich gerade mit Rollen immer noch wohler trotzdem. Auch wenn ich echt nicht so viel auf die Schnelle ziehen kann. So, das macht die Sache nochmal interessant jetzt gleich. Die Medusa 2. Der auch 2, Medusa 2. Okay, wenn ich das hätte, LD 2-mal ist wirklich unwahrscheinlich. Da würde ich dann erstmal drauf verzichten. Mal Medusa und den nochmal vertanken. Okay, jetzt spiele ich gegen die Assassins, bin ich gespannt. Jetzt bin ich wirklich gespannt. Weggelaufen. Sein Feld ganz close. Enchanted, I'm sure. I'll just sharpen my spear and I'm ready to go. Dein Sniper ist böse. Ja, der macht Überstress. So. Crystal Cat, das ist cool geworden. Okay, ich glaube, ich bin jetzt langsam happy mit den Sachen. Die werden immer besser. Sniper, aktiviert jetzt doch mal. Stunts machen mir echt Sorgen. My faithful join me. Axe grow stronger. Frontline bringt mir halt legit gar nichts. Falls du es noch nicht gemacht hast, bei der Key gibt es kreative Variationen, da werden dann nur ein paar Details angepasst, wenn das Bild sonst cool ist. Also dieses Plus oben links meinst du, oder? Ach, Great, ja genau, Great Variations, ja, das habe ich schon gemacht. Ja, das hatte ich schon, das benutze ich immer. Das hilft wirklich, das stimmt schon. Das hilft schon ganz gut. Es kann nicht sein, dass die Runde gerade noch so hart irgendwie Dinge passieren. Warte mal, was ist, wenn ich gegen die verliere? Verliere ich dann auch mein Ding? Mein Rapier? Wenn es dumm läuft. Da ist die Medusa für gleich noch. Es gibt mir genau ein Gold für die Dus. Für die Dus. Medusa 2 natürlich auch hell. Oh, aber der Sniper hat ersten weggemacht. Das Ding ist raus, ist gut. Medusa gebe ich das Mana dann gleich. Junge, dieser Sniper am Zerlegen, das ist krank. Thank you.
der Typ, Alter. Dieser Typ! Ich kack ab, wirklich. Dramatisch gerade. Ist Paul gerade gekommen? Das Gefühl habe ich auf jeden Fall. Eigentlich passt es, wenn es da rechts steht, das Zeug. Da springt er eh weg. Eigentlich ist es fast egal, oder? Ich hoffe halt immer, dass das meiste Zeug hier entspringt und hier habe ich auch tendenziell ein bisschen mehr stehen. Oh, die Ding-Ult war böse. Oh oh, 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 nein, nicht mein Item! Oh, oh, wie close! Okay, das wichtigste Item ist weg, Leute, und er hat's jetzt. Das wichtigste Item ist weg und er hat's jetzt. Das ist ganz schlecht, das ist ganz schlecht. Das sind so close Sachen hier. Das könnte GG sein, ehrlich gesagt, mit dem Item, das mir jetzt fehlt hier. Das könnte es gewesen sein, leider. So ungern ich das sag. Mach dir ein neues. Ob das so einfach klappt. So muss ich ihn jetzt gekillt bekommen. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn schaffe, ehrlich gesagt. Okay, aber meine Stunts stehen alle noch. Nur der Bär ist nicht rausgekommen. Schlecht ist, dass die alle gleichzeitig gestunt haben. Komm, 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 komm. Schnell, 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 schnell. Das könnte reichen, der Pfeil. Ja, der reicht. Stormcrafter comes. Thanks.
Ich weiß nicht, ob Vierer Beast so geil sind, ehrlich gesagt. Das Ding ist, die 100 HP sind so viel wert, dass meine Units noch mal ein bisschen länger überleben. Mal auf Malphite hat's gereicht. Ja, vielleicht Zinses Wurf, die 4er Beasts. Da sind die so viel wert, die 400 HP. Ich weiß es nicht. Sind da nochmal hier nochmal AP auch drauf im Zweifel, ne? Ein scheiß LD. Aber gut, mir fehlt auch noch die Dings, die Ench, sehe ich gerade. Die Medusa kommt halt auch nicht raus. Würde ich nochmal gegen ihn gewinnen, könnte ich mir nochmal die Maske, das Ding wieder snacken. Ich glaube, ich jetzt nochmal gegen ihn gewinnen würde und nochmal das Ding zurückbekommen würde, mein Item auf seinem Feld. Das wäre überkrank. Ich hab's, glaube ich, wieder. Da ist mein Divine Raper wieder. Ein Fight. Okay. Rapier, das hier. Sind wir ehrlich, die Range brauche ich nicht. Wobei, warte mal, ich weiß, ob die Range wichtig ist. Ich kann es zu schlecht einschätzen. Nehme die Range lieber trotzdem wieder mit. Single den lieber ein bisschen. Die Wahrscheinlichkeit, dass er jetzt irgendwie schnell gehittet wird, ist nochmal deutlich geringer. Oh, er wird eingedingert, aber hier leider. Ich glaube, das war's trotzdem. Das war's. Oh, Leute, was eine Runde. Nach langem Gejammer, Alter, haben wir die Runde echt noch geholt mit Hunter. Und ich kacke eh kaputt, aber der Sniper war auch brutal. Also so einen Fight hatte ich echt lang nicht mehr. GG, what the hell. An die Zuschauer, lassen Sie gerne ein Like dafür, diese wundervolle Runde. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Haut's rein.